Und damit einen wunderschönen guten Nachmittag und herzlich willkommen zurück zur, ja, weiteren Runde Let's Play Lego City Undercover. So, wir gehen jetzt hier in die T-Rex-Ausstellung und schauen mal, was uns da... Achso, dafür brauchen wir das. Okay, jetzt erklärt sie es mir auch. Zack. So ein Laserstrahl, interessant. Hier sind ein paar mehr Wachleute. Nee, ich wollte sagen, komm doch selber wieder rüber. Sorry, ich komme da nicht rüber. Was bist du denn für einer? So, selber schuld, ey. Spinner. Das ist jedenfalls kein T-Rex. Was kann ich da machen? Wollen wir eine Feder für? Dieser Dinosaurier hatte eine Reihe scharfer, auf seinem Rücken verlaufender Knochen. Manche Wissenschaftler glauben, dass größere Dinosaurier ihn zum Brotschneiden einsetzten. Ah ja. Danke, aber hier drin ist es sicher. Na, ich komme da gleich rein. Keine Hand. Lass mich hier nur mal gerade ein bisschen rumgucken, was ich hier noch Schönes machen muss. Hier. Okay, da brauche ich den dicken, für den habe ich nicht. Hi. Zack. Da brauche ich den dicken wahrscheinlich auch für. Jawohl. Hier haben wir noch was. Komme ich auch nicht rein. Hallo, mach mal kaputt, danke. Hier komme ich aber, wie komme ich denn hier rein? Hier darfst du nicht rein. Wie bitte? Und das ist auch kein T-Rex. Gerade eben alles kaputt machen hier. So. Hier ist kein Durchkommen. Komm her. Ach so. Schon wieder eine Klappe, die aufgeht. Was kommt da raus? Eine Feder. Damit kann ich da drauf. Damit kriege ich den Sprengstoff und komme da wahrscheinlich auf der anderen Seite rein. Wofür brauche ich die Feder? Was ist das denn hier? Man weiß von den Pterodaktylen, dass sie ihre Beute mit ihrem stimmlosen P vor dem Angreifen verwirrten. Hier kommst du niemals rein. Ja, warte ab, mein Freund. Gucci, Gucci, Gugu. What the fuck? Katsching! So. Ich hab gesagt, ich komme da rein. So, geht ja wieder nur als Bergmeister hier. Ist denn irgendwie was? Oh, noch ein paar Steinsche. So, damit rennen wir jetzt rüber. Kuckuck. Riecht es hier verbrannt? Hi. Matrix-Style. Erstmal alles kaputt mache hier. So, so. Auch noch kaputt machen. Möchte einmal, ich glaube einmal habe ich es jetzt geschafft, glaube ich, auf 100% zu kommen. Und danach nie wieder. Okay.
Okay, es gehen alle Scheiben zumindest auf. Habe ich gar nicht mal so blöd. So, den habe ich auch. Sollen wir jetzt aber zumindest schon mal über 50% haben. Wo ist der T-Rex? Hätte ich ihr das sagen, stünde er in der Mitte und würde Roar machen. Er konnte sich damit vor Angriffen schützen. Oder die Natur wollte ihn damit vor seiner eigenen Tollpatschigkeit bewahren. Jetzt habe ich genug Steine, um den T-Rex zu bauen. Okay. Na komm. Ja, dann lass mich da doch auch hin. Den will ich aber noch nicht bauen. Abbrechen. Ich möchte erst hier noch gucken. Hier wird bald ein aufregendes Diorama stehen, das die verschiedenen Verwendungen von Heu zeigt. Da kommen wir nicht. Ah, da kommt wieder so ein Spacken. Und hepp. Dafür brauche ich... Ich habe eine Menge Supersteine gefunden. Vielleicht lässt sich hier irgendwo was bauen. Kannst du mal kurz warten? Was? Ist das gut? Nee, ist oben. Bestimmt irgendwie ein Geheimnis oder sowas. Greift er mich an? Hey, damit kann ich einen T-Rex bauen. Glück gehabt. Ernsthaft jetzt? Oh Mann. Diesen Teleporter. Damit komme ich wahrscheinlich in die Mitte rein. Probieren wir mal aus. Der ist aber deaktiviert. Warum ist er deaktiviert? So, wahrscheinlich, weil der keinen Strom hat. Oh Mann. Ich möchte mich hier trotzdem noch ein bisschen umschauen. Ich möchte gerne 100% schaffen. What the fuck? Okay, wofür ist das gut? Diese Sphinx ist eine exakte Kopie der Sphinx, die in der Nähe der Pyramiden steht. Mumie nicht verflucht. Zudem wurden fehlende Details restauriert. Bei einer Umfrage nach der schönsten Sphinx gewann unsere mit einer Nasenlänge Abstand. Ah, jetzt verstehe ich das. Nein. Das ist das richtige Symbol und hier noch was anderes. Bestimmt wieder ein goldenen Stein. Ja, war klar. Yay. Wenn sich diese Runde mal gar nicht mal so schlecht, ey. Wir haben schon das Doppelte, aber wir haben leider das Ding immer noch deaktiviert. Und hier möchte ich noch rein. Kann ich auch was kaputt machen? Oder mal irgendwie können wir hier wieder was bauen. Aber gerade noch nicht so wirklich, wie wir das machen. Ach so, hier geht das. Ordne die Toten zu passenden Bildern zu. Benutze dazu den Bodenschalter, um sie zu... Okay. Hä? Was mache ich jetzt? Ach so, damit setze ich die fest. Ah, jetzt verstehe ich. Also der in der Mitte ist korrekt. Ja, der ist richtig. Nee.
Der ist auch korrekt. Dann müssen wir jetzt noch den rechten machen. Ja, ich weiß, das zieht sich gerade so ein bisschen in die Länge. Allerdings... Jetzt ist der auch fertig. Oder? Nee, der ist falsch. Diese seltenen Totems wurden entwickelt, um sich mit großer Geschwindigkeit zu drehen. So die Bewegungen der Stammestänzer nachzuahmen, die sie erschufen. Leider waren sie nicht in der Lage nachzuahmen, wie die Tänzer später vor Übelkeit umfielen. So, jetzt können wir aber auch das große Ding da wegholen. Also wir gehen hier erstmal einmal lang und gucken, was es hier noch so gibt. Okay, was muss ich jetzt hier machen? Auf diesem Diorama sehen wir den weniger bekannten Robin Hood, Robin Hoodlum. Er stahl auch von den Reichen, vergaß aber, es den Armen zu geben. Das könnte daran gelegen haben, dass er auch von ihnen stahl. Alter, es gibt jedes Mal einen Stein. Wie geil ist das denn? Aber ich hab blöd, wenn ich das jetzt vernachlässigt hätte, ey. Außerdem sind wir fast bei 100%. Hier kann ich das auch wieder was machen. So, zack, komm her. Na, hallo, ich häng fest. So, was bauen wir jetzt hier? Ich dreh mich mit. Dieses Diorama zeigt zwei Höhlen. Feuer und Rad erfinden. Nach einigen Beschwerden wurde der dritte Höhlenbewohner, der den Laptop erfunden haben soll, entfernt. Achso, jetzt muss ich das Rad gerade erfinden. Na, haust du das mal bitte ab? Hallo? Irgendwann muss ich ja treffen. So, geht doch. Hey, ich habe eben das Rad neu erfunden. So, dann haben wir das. Dann fehlt jetzt nur noch dieser eine da vorne. Nicht der, sondern der hier. Warte, hier ist noch eine Kiste. So, gibt aber noch ein paar Steinsche. So, hepp. Jetzt können wir das mal wegbringen. Mehr. Schön. Sieht wie eine Alarmanlage, oder? So, die Steine nehmen wir nochmal mit. Vielleicht reichen die ja zu 100. Ah, noch nicht ganz. Halt, du musst da oben lang. Ich finde das cool, solche Mini-Sachen. Ich finde die Sachen, das macht Spaß. So, was können wir hier bauen? Ein Knopf. Geht die Scheibe runter und wir müssen eigentlich schon kurz vor 100% sein. Was müssen wir hier machen? Erstmal ganz viel kaputt. Yes! 100% hätten wir auch geschafft. Hier können wir sonst gar nichts machen. Das ist ja langweilig. Was ist denn das hier? Hier wird bald ein aufregendes Diorama stehen. Das zeigt, wie Forscher sich die Zukunft vorstellen. Wir warten nur noch auf die berittenen Modellaffen. Ach so. Ja, na dann. Gut, dann würde ich sagen, bauen wir jetzt erstmal den T-Rex. Ach so, sorry, falscher Knopf. Der T-Rex war einer der größten Fleischfresser, die je gelebt haben. Bis zur Geburt meines Onkels. Genau, Chase. Immer schön unauffällig. Das nennt der unauffällig.
Freies Spiel freigeschaltet. Ich glaube, wir müssen zwei Sachen haben, ne? Eins und zwei. Hier haben wir 100%. Aber ich bin manchmal ein bisschen stolz auf mich. Lego City Held. Und einen güldenen Stein. Ja, haben wir noch nicht mal 10% der goldenen Steine gefunden, ne? Geschichte fortsetzen. Ein Speichervorgang. Nobelviertel. Oh, ich hab T-Rex. What the fuck? Ich hab den T-Rex aus dem Museum. Soll ich ihn gleich dem Käufer liefern? Nein, er will außer mir niemanden treffen. Ich schick dir den Ort der Übergabe. Okay, Vinny. Ich weiß, du meinst es gut, Chasey, aber der Typ ist nicht ohne. Ach, wirklich? Ja, total ungeduldig. Will seine Sachen lieber gestern als heute. Alles verändert sich. Früher hat man was geklaut, um Profit zu machen. Aber das hier ist was anderes. Da geht irgendwas Großes vor sich. Ah, ich kling schon wie meine Oma. Liefer einfach den T-Rex ab, Chase. Okay, mach ich. Hey Chase, hast du Zeit? Na, eigentlich bin ich... Sehr gut. Hast du meinen Dad schon gefunden? Fast. Ich erledige einen Job für einen, der ziemlich sicher für Rex arbeitet. Und habe ich erst Rex, finde ich auch deinen Dad. Du glaubst also wirklich, Rex hat meinen Dad? Weil ich damals gegen ihn ausgesagt habe? Rex ist die Nummer eins. Er muss etwas mit dem Verschwinden deines Dads zu tun haben. Mit deiner Aussage hat es wohl aber nichts zu tun. Wenn es so wäre, hätte er dich entführt. So würde ich es machen. Bitte? Also, wenn ich böse wäre. Was ich nicht bin. Was hat Rex also mit meinem Dad zu tun? Keine Ahnung. Wenn ich was rausfinde, melde ich mich. Danke, Chase. Ich sehe nichts. Bäume im Weg. Du. Was gibt's? Der T-Rex ist am Lieferort, Vinny. Sehr gut. Ein Job noch und ich werde bezahlt. Und dann kann mich der Privatkäufer mal. Dieser Widerling. Du triffst dich mit ihm? Da beneide ich dich absolut nicht. Ja, manche Leute, die sind einfach nicht wie wir, Chasey. Keine Klasse. Brauchst du Hilfe bei der Sache? Weiß nicht. Er will auch noch ein Boot von der Feuerwehr. Ich hab zwar ein paar Jungs, die es fahren können, aber... Wo liegt das Problem? Der Schlüssel zum Bootshaus liegt im Safe des Brandmeisters. Da kommen nur Feuerwehrleute ran. Man müsste also verdeckt operieren. Meinst du, du schaffst das? Denke schon. Nicht, dass ich sowas schon mal gemacht hätte, aber ich glaube, ich könnte das. Na, dann mach mal. Und danke, das vergesse ich dir nie. Okay, haben wir also unseren nächsten... Cool, das ist eine Stun-Gun. Zu wissen, das wusste ich vorhin nicht, dass das eine Stun-Gun ist. Ja gut, haben wir uns also unseren nächsten Auftrag. Den machen wir allerdings erst in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und... Hey, ne? Chase! Ich hab gute Nachrichten! Ah, nee. Oh, hi Frank. Was gibt es denn? Ich wurde befördert! Was? Moment. Von wem? Sheriff Huckleberry. Ich leite jetzt das Baumdezernat. Klauen die Leute eine Menge Bäume? Nicht seit ich den Job mache. Und was läuft bei dir so? Das Übliche. Normale Polizeiarbeit. Bin dabei für Vinny als Feuerwehrmann verdeckt zu operieren. Ermittelst du nicht schon verdeckt? Damit bist du also jetzt verdeckt, verdeckt! Wow! Ich soll für Vinny eins von diesen Feuerwehrbooten besorgen. Oh? Nachdem ich es abgeliefert habe, wird er sich mit Rex treffen. Und ich folge ihm. Gut, Chase. Solange du keine Bäume klaust. Wohl kaum, Frank. Bis später. Ei, ei! Honey, Ende! Ah, der Typi, ne? Der ist echt sowas von kaputt. Gut, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, wir machen erst in der nächsten Folge weiter.
Und ja, danke fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Also bis dann, bye bye.